Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ich bin Malermeister Andi und heute geht es um das Thema Lackieren. Im Hintergrund siehst du eine Tür stehen. Ich habe schon mal ein Video hochgeladen, wo ich eine Tür lackiert habe, aber da eher auf die klassische Art und Weise. Eher gesagt, so wie ich es damals gemacht habe, mit Rolle und Pinsel. Und da habe ich oft in den Kommentaren gelesen, Andi, dauert viel zu lange, so macht man das nicht mehr. Da bin ich komplett bei euch. Dennoch wollte ich euch das einmal zeigen, wie ich es damals gemacht habe. Heute mache ich das natürlich auch anders und zwar mit der FC 5500 von der Firma Wagner. XVLP-Gerät. Ist relativ frisch oder relativ neu auf dem Markt. Gefällt mir sehr, sehr gut, das Gerät. Ich durfte es auf der Megamesse in Hamburg testen und habe es gleich als gut befunden. Ich kenne mich mit XLVP aus, weil ich habe die FC 9900 auch schon gehabt und war davon auch schon begeistert. Und dieses Gerät bietet mir noch einige Vorteile und die erzähle ich dir jetzt mal. XVLP steht für Extra Power Long Pressure und bezeichnet eine weiterentwickelte HVLP, High Volume Low Pressure Niederdruck Spritzmethode. Die Feinsprühsysteme arbeiten mit hohem Luftvolumen und gleichzeitig niedrigem Luftdruck bis 0,7 bar. Das bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und reduziert den Sprühnebel. Click-and-Paint-System für schnellen Wechsel des Sprühaufsatzes und einfache Reinigung. XVLP erzeugt eine 60% höhere Luftmenge und erzielt so eine bessere Zerstäubungsleistung und 30% größere Flächenabdeckung. Präzise und einfache Handhabung der variablen Material- und Luftmengenregulierung sowie Einstellung der Farbstrahlform direkt an der Pistole. Integrierte Aufbewahrungsbox, ideal für Luftkappen sowie die passenden Werkzeuge und Reinigungszubehöre. Becherhalterung, Lagerung und Transport aller 1 Liter XVLP-Becher. Mit dieser Extraleistung können gegenüber anderen HVLP-Geräten deutlich mehr Materialien wie hochviskose Lacke und Dispersion verarbeitet werden. Doppelter Luftfilter, leicht zugänglich und großzügige Filterfläche für eine optimale Zerstäubung. Die geringe Anzahl an Bauteilen stellt eine einfache Reinigung und Wartung sicher. So, die Vorteile habe ich dir ja schon gerade genannt. Im Hintergrund ist die Tür soweit vorbereitet, dass wir gleich loslegen können. Die Maschine ist natürlich nicht nur da, um Türen zu lackieren, sondern kannst du damit auch Heizkörper lackieren, Holzpaneele lackieren, Holzdecke lackieren, Holzbalken lackieren. Damit kannst du eigentlich alles lackieren, was du möchtest. Wie du siehst, die Maschine war bei mir natürlich schon tatkräftig im Gebrauch. Ich selber habe damit schon 12 Türen am Stück durchlackiert, auch gar kein Problem, weil die hat schon ordentlich Power an die Maschine, das wirst du auch gleich sehen. Auch die 12, meine 12 Türen waren genauso profiliert wie da und da würde ich natürlich auch keine Rolle und keinen Pinsel mehr in die Hand nehmen, daher XLVP-Gerät. Wie gesagt, Tür ist vorbereitet, Lack benutze ich von der Mega. Ich benutze jetzt zwei Pötte, einmal den Sperrgrund, weil wir haben hier eine Naturholztür und da habe ich den Klarlack auch weitestgehend runterlackiert. Wenn ich da jetzt mit normalem Lack drauf gehen würde, dann würden halt die Holzinhaltsstoffe durchkommen und die Tür wäre gelb. Das wollen wir natürlich nicht, daher einmal den Sperrgrund vor drauf, vernünftig trocknen lassen und dann gehe ich da zweimal mit dem Spray All-in-One SG rüber. Die beiden Pötte sind schon vorverdünnt, sprich ich brauche sie einfach nur in die Maschine reinkippen, das würde ich dir auch empfehlen. Mittlerweile gibt es schon sehr gute Lacke, die halt schon voreingestellt sind für die Maschinen. Dann musst du im Nachhinein oder im Vorhinein nicht einfach verdünnen etc. pp. Das heißt, Pott auf, umrühren und rein in die Maschine. Der Lack ist aufgerührt und wie gesagt, den müssen wir jetzt gleich nur noch hier einfüllen. Was ich dir noch zeigen wollte, ist der Ansaugstutzen. Hier vorne ist natürlich der Filter dran, wie wir es kennen von den Airless-Geräten. Den gibt es in verschiedenen Größen. Den können wir auch abnehmen zum Reinigen oder einfach zum Tauschen. Und den Ansaugschutz können wir auch drehen, weil wenn wir zum Beispiel Decken spritzen wollen, dann drehen wir den einfach nach unten, weil da natürlich die meiste Farbe ist. Solltest du eher tendieren, nach unten zu spritzen, kannst du ihn halt nach vorne drehen, weil der Lack dann ja tendenziell eher vorne ist. Für mich ist jetzt irrelevant, weil ich spritze einfach nur gerade und wir füllen den Lack jetzt mal ein. Und wie du siehst, ist er ja auch schon schön dünn. Das ist das Gute, wenn er voreingestellt ist. Raufdrehen und wir sind ready.
So, das ging mal wieder schneller als erwartet. Ich weiß nicht, ob das im Video rüberkam, aber ich wollte erst ein bisschen langsamer machen. Aber wie schon gesagt, die Maschine hat ordentlich Power, die gibt das Tempo vor. Und da kann man richtig zügig mitarbeiten. Kommt natürlich auch darauf an, wie du die Maschine eingestellt hast. Wie du siehst, bei mir auseinandergebaut, denn ich habe sie gerade zwischengereinigt. Auch ein großer Vorteil von der XLVP. Einfach mal gar auseinanderbauen. Du hast keinen ewig langen Schlauch, den du mitreinigen musst. Du keine Maschine, die du mitreinigen musst. Einfach den Pott abdrehen, mit Wasser ausspülen. Ich nehme mir vorne die Düse noch ab, reinige die auch schnell mit. Keine 5 Minuten, dann ist das Ding schon wieder sauber. Wenn du dich fragst, wie ich die Maschine jetzt eingestellt hatte, Luftdurchfluss kannst du hier hinten einstellen an der Maschine. Da hatte ich jetzt auf 8. Und hier bei der Menge an Lack, die rauskommen soll, hatte ich jetzt bei 9. Wie man ganz gut sieht, die Holzinhaltsstoffe kommen jetzt auch schon zum Vorschein, also sprich die Tür wird langsam gelb, ist aber nicht so schlimm, deswegen Sperrgrund, der hält jetzt die Holzinhaltsstoffe fest und wenn der dann vernünftig durchgetrocknet ist, können wir mit dem Lack drauf gehen und wir haben eine schön weiße Tür. So, weiter geht's. Der Sperrgrund ist trocken. Hier ist natürlich wichtig, dass wir die Trocknungszeiten einhalten, damit der Sperrgrund seine volle Wirkung entfalten kann. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier den All-in-One. Viskosität ist schon voreingestellt, das heißt aufmachen, durchrühren, einschütten, los geht's. So Freunde, die Tür ist fertig. Maschine FC5500 ist auch schon wieder sauber und ready für den nächsten Einsatz. Was soll ich zur Tür sagen? Sieht wirklich bombastisch aus. Einmal grundiert mit Sperrgrund, zweimal Lack drauf. Deswegen, damit ich eine höhere Lackschicht habe und die Tür strapazierfähiger ist. Sie steht erste Sahne da, als wenn sie im Laden stehen würde. Also dieses Oberflächenfinish, brutal, bekommst du mit Rolle und Pinsel einfach nicht hin. Ist so. Des Weiteren bist du sogar noch schneller, wenn du damit spritzt, anstatt mit Rolle und Pinsel zu arbeiten, muss ich keinen erzählen. Wenn du jetzt denkst, ja, aber bei einer Tür lohnt sie es nicht, würde ich mittlerweile auch in Frage stellen, weil wenn du deine Rolle und deinen Pinsel auswäscht und ich nebenher das auswasche, bist du nicht viel schneller, weil das Ding geht wirklich sehr schnell zu reinigen. Ne? Also daher, Und des Weiteren verkaufst du halt ein wirklich krasses Oberflächenfinish. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Wie gesagt, bekommst du mit Rolle und Pinsel auf keinen Fall so hin. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob du Rolle oder Pinsel nutzen würdest oder ob du deine Türen spritzt. Das würde mich gerne mal interessieren. Also ich spritze die Türen auf jeden Fall, weil es einfach, wie gesagt, das dritte Mal einfach viel geiler aussieht. Die Maschine ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du gerne mal abchecken, wenn du noch weitere Fragen hast. Schreib sie unten rein in die Kommentare, werde ich auf jeden Fall beantworten. Ansonsten kannst du gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.